denn hier? Hatten wir noch gar nicht. So sieht's aus. Okay, es regnet, es gewittert, Fernsehempfang ist im Eimer. Schöne Wohnung. Wow, ho, 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 easy. Heilige Scheiße. Und schöne Frau, wollte ich sagen. Menschenskinder. So. Erstmal machen wir dieses Schneegestöber aus. Und dann wollen wir mal wissen, was hier los ist. Verdammte Schlaflosigkeit. Ich bin hundemüde, kann aber einfach nicht schlafen. Uhr 47. Immer zur gleichen. Ja, das Gehen ist schon so anstrengend, dass es die Gedanken komplett vernebelt. Okay. Was machen wir denn mal? Ich brauche etwas Heißes zu trinken. Da bin ich mir sicher. Was Heißes braucht sie bestimmt. Aber was... Ne, vergessen wir das. Vergessen wir das ganz, ganz schnell. Mikrowelle, ja. Ich sollte die verdammten Tabletten nicht mehr nehmen. Welche Tabletten? Schlaftabletten? Wenigstens verschluckt die sich nicht so wie der gute Ethan. Wenn ich mich mit etwas beschäftige, schlafe ich vielleicht ein. Eine schöne heiße Dusche, die zaubert mich in einen tiefen Schlaf. Damit werden wir uns jetzt mal beschäftigen. Scheiße, ich glaube, das war die Haustür. wo ist denn jetzt das Badezimmer? Ich glaube, da am anderen Ende. Ah ja. Ich muss wirklich schlafen. Wie schwer kann es sein, einzuschlafen? Es kommt auf die Situation an. So, bevor wir duschen, ja. Scheiße. Oh nein, oh Gott, oh nein. Mir fällt da gerade was ein, wieso ich eigentlich hätte nicht duschen sollen. Ja, es, ich habe jetzt mal einfach kein schlechtes Gewissen. Von Hygiene hält die Frau wirklich nicht viel, oder? Zumindest was es nach der Toilette angeht. So, ups. Sieht gut aus. Aber so klar, so heftige Augenringe. Okay, nee, Kamera wechseln. Ah, da haben wir es ja schon. Soll ich jetzt wirklich duschen gehen? Ja, okay, wir haben auch nackten Männerarsch gesehen. Problem ist, bei der Frau sehen wir noch ein bisschen mehr als den nackten Männerarsch. Okay, schaut bitte einfach weg. Nee, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's wirklich nicht. Ich mach's. Nee. Nee, Scheiße! Verdammt! Scheiße! Guckt weg! Bitte guckt weg! Bitte guckt weg! Ich wollte es wirklich nicht. Obwohl das Problem war, als ich die Unterhose schon herabgelassen habe, konnte ich schon nicht mehr zurück.
Da hatte ich nur noch die Wahl, als das Oberteil auch wegzulegen. Aber okay. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Aber scheiße, hätte ich das von jetzt nicht gesagt. Jesus Maria Gottes, bitte. Ach, jetzt muss ich das Ding auch noch schütteln. Den Controller. Oh Mann, die machen das eine aber auch. Geil! Au! Oh Gott. Ja, schnell. An damit. Mit den durchgeschwitzten Klamotten. Vielleicht sollte ich ins Bett gehen und nochmal versuchen zu schlafen. Das wäre eine gute Idee. Nach der Dusche. Ja, es ist, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt wahrscheinlich relativ groß, dass ich von vielen als sexistische Schweine beschimpft werde. Also bitte lasst eurem Zorn freien Lauf, ergebt euch der dunklen Seite der Macht und Feuer frei. Hä? War das? Ah, just my imagination. Or maybe... Ich schwöre, ich habe was gehört. Super, Madison, du drehst langsam durch. Die Dusche hatte wohl... doch nicht den richtigen Effekt. Okay. Ich kann mich vorhin erinnern, dass der Kühlschrank noch zu war. Die Kühlschranktür. Ich hab sie bestimmt zugemacht. Die geht nicht alleine auf. Ich bekomme jetzt ernsthafte Angst. Scheiße. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Die Kerle dürfen mich besser nicht sehen. Die töten mich. Ich weiß, die töten mich. Ruhig bleiben. Mein Handy. Auf dem Schreibtisch. Ich muss Hilfe rufen. Hä? Wo ist das verdammte Handy? War da gar keins? Scheiße. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Sie müssen reingekommen sein, als ich geschlafen habe. Jetzt oder nie? Ja, schon mal was von leise sein gehört, gutes Fräulein. Oh Gott. Verdammt, hat er eine Knarre? Ich hoffe mal nicht. Nein! Oh, ein Messer! Nein! Oh nein, nicht schon wieder durch den Tisch. Wow! Jetzt fast versaut. Komm. Guter Schuss. Oh Gott. Nein, das sieht ganz böse aus. Diese Szene. Ja. Oh, hat ihn gebissen? Oh. Scheiße, nein. Jetzt habe ich doch echt versaut.
Boah, ist das nicht im Move von Stone Cold? Och, der schöne Fernseher. Nein! Wie viele sind hier denn? Scheiße. Scheiße. Verdammt, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh Gott, nein. Oh. Jetzt sitze ich in der Falle. Nein, nein, verdammt, so ein Mist! Scheiße!